Peace und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Konol. Hyundai Kona Electric innen. Nach dem Intro. Peace nochmal bei Fogmocker auf dem Kanal. Kona Electric 24 kWh, Kilowattstunde, Stundenversion und mittlere Ausstattung, die Style, glaube ich, heißt die. Kommen wir zur Innenausstattung. Ich habe schon mal ein Video gemacht, da habe ich ihn ganz kurz vorgestellt. Deswegen wird dieses Video jetzt nicht ganz so lang. Ich nehme mal die Kamera und werde die mal drehen. So, da haben wir ja schon. Jetzt bräuchte man Weitwinkelkamera, das war besser. Mal ein bisschen mehr sieht. Also, kommen wir erst einmal zum Lenkrad. Das erste, was man sieht. Also, das Lenkrad ist rund. Ja, mir würde es besser gefallen, wenn es unten flach wäre, aber naja, Gott, man kann nicht alles haben. Lederbezogen, Lenkradheizung. Ich finde das Leder robuster und schöner wie das vom Soul, weil das nicht ganz so anfällig ist mit Kratzen. Wenn man mit dem Finger auch immer hängen bleibt, und das passiert mir öfter, ich kann ja mit meinen Fingern ohne Werkzeug Schrauben aufdrehen. Und da helfen mir meine Fingernägel extrem und das ist halt, das Leder ist ja robuster, es ist nicht ganz so glatt und es lässt sich auch schöner anfassen und ist auch ja griffiger. Airbag drin, ja, natürlich hat ein Airbag drin. Der Pralltopf ist ja Hartkunststoff, aber das ist schon okay. Die Spange hier ist auch Hartkunststoff. Designtechnisch, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, hätten sie schwarz gemacht, würde es nicht so auffallen, dass Kunststoff ist, glaube ich. Natürlich ein fernbedienbares oder ein Lenkrad mit Fernbedienung drauf. Hier, ja, Freisprecheinrichtung funktioniert aber nur, wenn das Handy angeschlossen ist, weil er dann Siri bei Apple und ich glaube, Alexa ist das. Ne, Alexa ist, ich weiß gar nicht, wie es bei Android heißt. Hier kann man die, funktioniert im Übrigen sehr, sehr gut. Hier kann man die Medien umschalten, also Radio, USB und alles, was man halt angeschlossen hat. Laut, leise. Hier kann man die Sender verstellen. Hier kann man, wenn es klingelt, das Telefon quasi annehmen und hier kann man wieder auflegen. Hat natürlich Freisprecheinrichtung mit Bluetooth. Das ist ja heute normal. Das Teil ist komplett fürs, ja, für den Fahrer zuständig. Das heißt, diese drei Knöpfe, also dieser, der zum Rauf und Runter, man kann auch hier nochmal OK quittieren. Und dieser ist, das ist für die, ja, fürs Display. Hier ist zur Steuerung vom Display und das ist der Abstand vom, ja, vom Auto, vom Fahrautomat, vom Tempomat. Und zwar hat ja der einen automatisch regelbaren abstandsregelbaren Tempomat drin. Und hier kann man die, ja, die Entfernung vom vorderen Auto einstellen. Das heißt, es gibt, ich glaube, drei Striche gibt es. Ist die weiteste Entfernung und ein Strich, da fährt man am nächsten ran. Ich habe es erst mal mit drei probiert, bis ich mir jetzt einigermaßen sicher bin, dass das Ding funktioniert und es funktioniert auch. Diese drei sind für ein Tempomat, wobei man ein bisschen durcheinander kommt. Wenn man einmal drauf drückt, ist es der Tempomat, wenn man nochmal drauf drückt, ist es der Limiter. Limiter heißt, damit kann ich die Höchstgeschwindigkeit einstellen, da geht er nicht drüber. Hier kann man ein Tempomat rauf und runter stellen. Wenn man oben bleibt, verstellt er sich immer um 10 und ansonsten um 1. Und hier kann man den Tempomat wieder deaktivieren.
Er hat links und rechts so Pedals dran. Ich bin ja ein Sim-Racer und kenne die Pedals halt zum Rauf- und Runterschalten. Und es ist in dem Fall ebenfalls so. Und zwar kann man hier die Rekuperation einstellen. Also man kann ihn auf 0 stellen, wenn man hier drückt. Also man kann ihn auf 0 stellen, dann rollt er. Also würde man beim normalen Auto einen Gang rausnehmen. Wobei, wenn man hier auf neutral schaltet, ist es wirklich so, dass er dann nochmal leichter rollt. Also ein bisschen einen Widerstand hat er trotzdem. So. Und mit dieser Pedal kann man die Rekuperation bis auf Stufe 3 stellen. Das heißt, vom Rollen bis zum Bremsen ist eigentlich alles dabei. Man kann dann dementsprechend, wenn man vorausschauend fährt und auch sieht, es geht ziemlich stark bergab, ist es so, dass man hier ganz locker ja, die Geschwindigkeit regeln kann, bis zum Stillstand sogar, indem man einfach anzieht und gedrückt hält, dann bleibt er wirklich stehen. Mit ein bisschen Übung, ich habe es jetzt schon geschafft, kann ich bis zur Ampel hinfahren und wenn ich dann drauf drücke, bleibt er auch wirklich stehen. Und wenn ich wieder weiterfahren will, dann gebe ich halt wieder Gas. Ja, oder Strom. Und es ist ja so, der hat ja einen Kriechgang, das heißt, wenn man das Ding anmacht und losfährt, beziehungsweise einfach bloß den Fuß vor der Bremse macht, dann ist das wie bei einer Automatik. Dann rollt der bis, glaube ich, 6 Stundenkilometer automatisch. Es mögen viele nicht, ich möchte es jetzt nicht anders, weil mir das halt einfach, ja, ich kenne das halt so von früher her. Ja, hier haben wir natürlich dann die ganzen Lichter. Er hat keine Nebelscheinwerfer vorn. Das ist interessant, weil die Scheinwerfer so weit nach unten angebracht sind, dass man eigentlich laut Hyundai gar keine mehr braucht. Vielleicht hat man auch nur welche eingespart. Kann natürlich auch sein. Er hat einen Abblendassistenten. Ich habe den schon mal einmal ausprobiert. Es kommt schon hin und wieder vor, dass sich einer anblendet. Also so ganz so hundertprozentig funktioniert er nicht. Ich bin eher der, der automatisch oder manuell ab und blenden will, auf- und abblenden will. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Kommen wir zum Licht. Der hat ja Voll-LED und ich finde das LED-Licht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht so gut. Wir hatten vorher den Polo mit LED-Licht und der war besser. Ich finde, das Fernlicht ist nicht so punktuell, sondern eher flächig. Ist das jetzt gut oder schlecht? Man sieht alles, was man sehen will. Es geht auch weit, aber es ist natürlich ungewohnt. Ich finde es ziemlich fleckig und es ist auch sehr ausgefranst, was, wenn man die Kanten so anschaut. Vielleicht kann ich das mal an einem Abend euch demonstrieren, was ich meine. Es ist ganz schlecht zum Erklären. Auf der Seite, na gut, hat man natürlich seinen Scheibenwischer und auch, der hat auch ein Wisch, Automatikwischer und einen Regensensor drin und ja. Hier, verstellt man natürlich die Helligkeit des Displays. Hier kann man den Spurassistenten ein- und ausschalten. Das finde ich ja ganz eine gute Sache, das hat der Soul nicht. Ein Autostecker, ja, was heißt jetzt das? Ja, das heißt, dass das Fahrzeug, wenn er an der Ladesäule ist, sind die Stecker ja verriegelt. Wenn ich den drücke, dann hat der die Möglichkeit, wenn er fertig geladen hat, auf der Autoseite, also beim Schnelllader ist es halt praktisch, zu entriegeln. Das heißt, wenn er fertig ist, entriegelt er den Stecker und man kann ihn abziehen und man kann rein theoretisch dann, wenn man sich daneben stellt, selber laden. Und das finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Das vermisse ich eigentlich bei den anderen Autos. Traktionskontrolle. Es ist eher ESP, kann man hier ausschalten. Sollte man nicht. VESS, das wusste ich ja damals nicht. Danke Community, jetzt mittlerweile weiß ich es natürlich auch. Das ist die Virtual Engine Sound System. Also das heißt, ich habe das immer ausgeschalten, weil das Auto hört sich furchtbar an. Ich kann das euch dann mal demonstrieren, wie sich das Auto anhört, wenn man das Ding einhört. Hier natürlich ganz normal für die Spiegel. Wie gesagt, den Spiegel kann man nicht einklappen. Das finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, die große Version kann es.
Lautsprecher natürlich. Kommen wir gleich mal zur Haptik. Die Haptik ist das ist wirklich der einzigste negative Punkt, den ich habe bei dem Auto bis jetzt. Die Haptik ist nicht besonders gut. Es ist alles harter Kunststoff. Das einzige, was weich ist, das ist hier dieses Mittelteil. Ist ganz leicht. Kann man hier sehen, wenn man es reindruckt, ein bisschen vielleicht. Ja, das ist also dieses Teil, das dann so rüber geht bis da hinten hin. Das ist dann ein bisschen weicher. Aber alles andere ist wirklich komplett harter Kunststoff. Dieses Teil ist noch ein bisschen weicher, das ist so Kunstleder, aber ansonsten ist das alles harter Kunststoff. Das kann der Soul um Längen besser. Also nicht nur der neue, sondern der alte, weil beim alten Soul ist oben wirklich alles weich. Auch hier hat er weiche Blenden. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Hyundai, weil Hyundai sich ja eigentlich als Hauptmarke sieht und Kia eher. Wie hat der Verkäufer damals gesagt, der Patrick, Hyundai ist ja eher VW und Kia ist eher Seat. Und man weiß ja, dass zwischen VW und Seat ja rein von der Haptik ja trotzdem noch ein Unterschied ist. Und das hat man halt komischerweise bei dem genau umgekehrt. Kommen wir zur massiven Konsole, Mittelkonsole, mir zu massiv. Man sieht es hier, ich komme da immer wegen dran. Leider, aber ja, es ist halt so, ich kann es nicht wegflexen. Man hat unten ja noch eine, so eine zweite Ebene, die finde ich jetzt eigentlich, hätte man die gar nicht gebraucht. Man hätte das Teil nach unten setzen können, dann wäre es unten gewesen, weil man kann es eigentlich jetzt so nicht brauchen für irgendwelche Taschen, die bringt man nicht rein und dann verkratzt man alles. Ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht so besonders. Hier natürlich Klimatisierung. Das finde ich schön, dass das alles komplett auf wieder einer Ebene ist und auch mit Tasten ist. Jetzt werden natürlich viele Leute schimpfen, ja, du ewig gestriger, das macht man heute mit dem Touchpanel und so weiter. Bin ich, obwohl ich auch schon Tesla gefahren bin und das auch jetzt nicht einmal schlecht finde, aber ich persönlich finde das einfach immer noch ein wenig besser. Also da bin ich wahrscheinlich noch nicht reif genug. Ja. Hier ist das Fach fürs Handy. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich recht überrascht, weil ich habe ja nicht bloß ein Handy, sondern ich habe ja ein Monster-Handy. Ja, ich habe ja dieses Plus-Handy und selbst das passt hier einwandfrei rein. Und man kann es dann auch zumachen. Hätte ich nicht gedacht, dass das reinpasst. Wenn man es dann anschließt mit dem USB, und mit dem USB muss man es ja anschließen, wenn man das Apple CarPlay nutzen will. Wenn man das nutzen will, Apple CarPlay muss man ja einstecken. Dann wird es ein bisschen enger, aber selbst dann geht es zu. Ja, also das heißt, wenn ihr große Handys habt, keine Angst, die passen rein. Er hat ja auch diese Ladefunktion, dass man kabellos laden kann. Das geht mit diesem Handy nicht, weil es das 7 Plus ist. Meine Frau hat das 8er, da funktioniert es. Das kann man ein- und ausschalten. Jetzt habe ich es ausgeschalten. Eigentlich braucht man es nicht, weil wenn man es da reinlegt, dann hat man eigentlich Apple CarPlay an und dann lädt er ja sowieso über den USB. Deswegen haben wir es ausgeschalten, weil ich habe mitgekriegt, wenn du ein Handy reinlegst, das nicht laden kann, dann versucht er immer wieder zu laden, findet aber keins und dann fängt es zum Klicken an. So alle Sekunde klickt es dann so klick, klick. Ich habe lange gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, was das ist. Also das ist das Handy. Schaltung, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt da gebraucht. Hätte man auch hier hin tun können, wie es bei Mercedes zum Beispiel oder Tesla ist. Dann hätte man sich das eigentlich alles gespart hier. Das ganze Gedöns braucht man eigentlich gar nicht. Und deswegen braucht man hier die große Mittelkonsole eigentlich gar nicht. Diese Tasten hätten wir auch irgendwo da unten noch hinlegen können, aber gut, das ist jetzt, da bin ich jetzt, das ist meine eigene Meinung. Auch ist es so ein bisschen höller, man sieht es ja silber und wenn die Sonne von hier reinstrahlt, ist das extrem hell, das blendet einen. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Ja, hier hat man die Tasten für Sitzheizung, hier kann man den Drive-Mode auswählen, Sport, Eco, Normal, Eco Plus, Lenkradheizung, Auto-Hold,
Das ist auch so eine dumme Ding, das ist eine dumme Angewohnheit. Ich glaube, dass das aber Hyundai ist, weil wenn ich den nicht drücke und das Auto abstellen und auf P drücke, dann geht die Parkbremse nicht rein. Beim Soul geht es rein, automatisch, wenn ich auf P stelle und die Tür aufmache, macht er und dann ist die Parkbremse drin. Und dazu muss ich erst diesen Knopf drücken vorher. Dann hat er Auto Hold und wenn ich dann auf P gehe und die Tür aufmache, dann macht er die Bremse rein. Das heißt, das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich extra drücken muss, dass er die Bremse rein muss, dann kann ich nämlich diese Bremsenknopf im Endeffekt von Haus aus auch gleich drücken, wenn ich aussteige. Also ist ein bisschen ja, komisch. Hier kann man das Gepiepse ausmachen. Hinten vorne hat er keine Piepse und das finde ich ein wenig blöd, weil ich habe nämlich gestern meinen Soul EV angefahren vorne. Wäre mir mit Piepser wahrscheinlich nicht passiert. Wirklich nichts Schlimmes, aber ärgerlich. Hier hat man ja natürlich noch ein Fach. Und dieses Fach ist ein wenig ja, laut, muss ich sagen. Also das ist, da rutscht innen drin alles rum. Da werden wir jetzt so ein Jute-Sack, gibt es so Jute-Abstellsäcke im Endeffekt rein tun, dass da nichts mehr klappert. Kommen wir gleich mal zum Thema Klappern. Das Auto klappert. Das Auto klappert und knistert und das ist das, was mir gar nicht gefällt. Gerade in einem E-Auto muss es absolut leise sein und das hat das Auto auch nicht. Also ich weiß, dass es hier irgendwo raus knistert, da komme ich nur drauf und wenn ich drauf komme, stelle ich es ab und wenn ich da spacks. Ja, also das geht halt gar nicht. Und man hört, wenn man so ja, eine unruhige Straße fährt, man hört schon das Armaturenbrett ein bisschen arbeiten. Das ist das Thema, was ich gesagt habe. Innenqualität ist nicht so gut. Da ist beim Soul, selbst beim alten, den ich habe, wirklich um Längen besser. Der ist jetzt 2 Jahre alt, hat jetzt 30.000 Kilometer runter. Und da klappert und knistert und scheppert noch gar nichts. Überhaupt nicht. Und das Auto ist neu und das tut's schon. Zwar nur leicht und ich bin da schon extrem. Meine Frau sagt immer, was du immer alles hörst, aber das höre ich halt einfach. Und ja, wenn es nicht klappern sollte, sollte ich mir vielleicht ein deutsches Auto kaufen, weil da klappert es nicht. Wobei mein Polo auch geklappert hat. Dort, der Drehzahlmesser hat ja diese Glasabdeckung oder diese Kunststoffabdeckung und die hat immer bei einer gewissen Drehzahl hat die immer vibriert. Es war furchtbar. Da, wenn du drauf gedrückt hast, war es weg. Und keine Werkstatt hat es geschafft, dass das Ding ruhig gestellt. Also das ist ein wenig nicht schön. Das ist halt allgemein die Haptik innen drin und die Verarbeitung innen drin. Da gefällt mir zum Beispiel der Ioniq um Längen besser. Ich weiß nicht, ob der Ioniq klappert, ich glaube nicht. Weil der hat eben auch alles weich und das hat der Kona leider nicht. Jetzt kann man schimpfen, ja, hätte der deutsches Auto gekauft, dann wäre es besser. Kann ich jetzt so nicht sagen, weil wenn ihr schon mal in einem VW T-Roc drin gesessen seid, das Auto gefällt mir im Übrigen wirklich sehr gut. Außen wirklich ein schönes Auto. Ja, bloß die falsche Antriebsart. Und der T-Roc ist innen drin genauso verarbeitet. Das heißt, da ist auch alles Hartplastik. Komplett. Und zwar von vorn bis hinten, von oben bis unten. Ich war entsetzt, als ich das Auto gesehen habe, vor allem für den Preis. Und da denke ich mir dann, ja, so viel Vorsprung haben sie dann doch nicht, was die Qualität betrifft, wenn sie nicht wollen, wenn sie sparen müssen. Weiter geht's mit der Innenausstattung. Genau. Hier haben wir ein kleines Handschuhfach. Das ist wirklich nur ein kleines Handschuhfach und selbst da rutscht alles hin und her und es ist nicht beschichtet, nichts. Also das, was da drin klappert, da alles. Das ist auch nicht so schön. Ja, und ich traue mir hier fast gar nichts reinlegen außer Tempotaschen hier, weil hier natürlich alles Mögliche umeinander ratzt und scheppert und kracht. Also das ist nicht so schön gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich nicht so schön gemacht. Hier oben, stell dir nach, ja. Hier oben hast du natürlich ja deine ganz normalen Lichter. Ich glaube, das sind für die Bluetooth. Muss jetzt gar nicht. Ja, hier hast du natürlich ja deine Brillenablage. Da haben wir meine Ladekarten drin. Das ist ganz praktisch. Hier haben wir einen wunderschönen Focker drin mit einem Osmo Pocket. Ein
Traum von einem Spiegelbild. So, genau. Da klemmt man irgendwie, keine Ahnung, also das nutze ich gar nicht. Das ist, glaube ich, für einen Fahrzeugschein oder so. Das ist die gleiche Mechanik wie im Soul. Es ist eigentlich recht simpel gemacht. Das heißt, dieser Knöppel ist, wenn man den anmacht, schaut er so extrem drüber. Man sieht es ja hier. Und wenn man dann zuklickt, dann schaltet er quasi den mechanisch aus. Ja, es funktioniert aber mal so. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen anders gegangen. Aber es funktioniert. Automatisch abblendbarer Rückspiegel, auch mit einem Focker drin. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, weil es ist die Focker-Edition. Ja, automatischer abblendbarer Innenspiegel. Man sieht es hier an diesem dunklen Pöppel. Ja, ich sag rein von der Ausstattung her ist er wirklich sehr gut mit den ganzen Assistenzsystemen. Ich würde mal sagen, ja, hinten, da sieht man es ja in dem anderen Ding schon, in dem anderen Video, hinten ist er schon extrem eng. Und hier sieht es ja dementsprechend aus, weil das Auto ist halt einfach im Fahrbetrieb. Und ja, das ist eine originale Banane aus dem Jahre 1993. Die hat es damals gegeben. Von der Firma Shirtshock, die sie ja heute nicht mehr gibt. Und die hat damals neu, wie sie war, hat die nach Banane gekochen. Das ganze Auto hat nach Banane gekochen. Die ist seit 1993 in jedem Auto von uns dabei. Ja. Schießscharten-Feeling hinten ein bisschen, aber man gewöhnt sich eigentlich dran, das ist okay. So. Jetzt mache ich wieder eine Umblendung. Ebenfalls wieder ein richtig langes Video. Das war die der Innenraum, der Innenausstattung vom Kona. In einem anderen Video, ich verlinke es euch nochmal, hat man außen gesehen, das von innen. Und die Mediathek, also das Mediasystem, das wird jetzt dann von mir wieder in einem separaten Video erklärt. Weil das wäre sonst zu lang, das schaut keiner an. Gell? Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war interessant für euch, auch wenn man sowas tausendfach mittlerweile schon sieht auf YouTube. Jeder hat seine eigenen Meinungen und Einstellungen und meine ist halt schon ein bisschen kritischer innen. Gell? Also, Servus sagt Locker, euer Focker. Jetzt kaufe ich Brezen.